Hallo Welt, da sind wir wieder hier in South Park 2, der rektakulären Zerreißprobe. Ja, und hier sind alle fleißig am Kämpfen und wir folgen Butters. Du schaffst uns nicht alle! Ach was. Ja, hau nur ab! Na, die haben... Hör nicht auf sie, knips ihnen die Lichter aus! Los, gib's ihm! Ich bin nicht so richtig sicher, ob wir das schaffen jetzt, aber na gut. Ach, König, Schiff! Oh, wir haben etwas Neues auf 1. Greifst du einen Gegner zuerst an? Erhältst du einen Kampfvorteil, wodurch du zuerst am Zug bist? Ja, okay. Oh, die vollständige Kampfreihenfolge wird in der Zeitlinie unten rechts angezeigt. Ach so. Hey, wir haben nur einen Schlag und die drei? Ist es denn gut? Die verschiedenen Kräfte wirken auf unterschiedliche Bereiche des Schlachtfelds. Okay. Aber wir haben einen Zauberkraftschlag oder so etwas. Ja, du siehst die Reichweite einer Kraft in der Grafik unter ihrem Symbol. Ach so. Okay. Hey, ich wäre dran gewesen. Nee, der König hat einen Kampfvorteil. Ihr darf zuerst. Ja, wir können vorgehen und dann können wir zwei vielleicht schon mal ausnocken hier. Zwei. Sehr schön. Und das machen wir dann auch direkt. Zeig's ihnen, König. Das ist ja unmenschlich. Mach nichts, sind ja nur die Bösen. Stimmt. Autsch. Weiter, König. Die Mauchen sind unaufhaltsam. Ah, wir sind wieder dran. Da sind sie aber zu dritt. Und ach, wir haben den ersten freigeschaltet. Der geht aber nur über einen Kasten, über einen Block. Der erste Angriff, da müssten wir... Okay, du bist zuerst dran, wir haben kapiert! Ja, da müssten wir diesen nochmal einsetzen, dann trifft uns aber der hintere. Aber was anderes können wir im Moment gar nicht machen. Also den zwei müssen... Ach, können wir gar nicht mehr. Einmal? Oh nein! Und wenn wir zurück... Wenn wir vorgehen und... Oh, da können wir uns nur einen hier aus der ersten Reihe schnappen, den hinteren. An den hinteren kommen wir gar nicht dran so richtig. Und zwei können wir jetzt nicht mehr auswählen. Aber dann schnappen wir uns den hier unten. Der sieht fies aus. Die Wachen des dunklen Hofs sind alle Muschis. Leck mich! Voll ekelhaft, aber nicht genug, um uns zu besiegen. Au! Der König ist unbesiegbar. Jawohl. Oh, die haben sich ungünstig aufgebaut da. Ja? Oder können wir eigentlich nur den unteren treffen? Oh, wir haben aber eine gute Leiste oben. Eine... Gesundheitsleiste, das geht. Also da hauen wir jetzt nochmal hier die 1 drauf. Einen Block nach vorne stürmen. Jawohl. Die Mauern werden siegen. Oh nein. Einer haut schon ab. Gut. Oh Mann, ist der immer noch nicht tot? Ja, wir halten ja ganz schön was aus hier. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Oh, da können wir jetzt auch wieder nicht viel machen. Ach so, wir müssen auch nach vorne kommen, irgendwie wahrscheinlich. Ja, also da können wir gar nichts machen. Zwei sind noch da, dann halten wir uns den 2-Angriff, also den Angriff, der hier auf 2 liegt, den halten wir noch ein bisschen und vertreiben erstmal den vor uns hier mit 1. Geht nicht? Warum nicht? Ja, genau, jetzt. Ein... Oh, beide gleich. Los, wir müssen ins Kastell. Boah, wir sind ja krass. Geh entlang. Geh zur Seite oder sterbt. Wir gehen durch diese Tür. Niemals. Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava. Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, alles von hier bis da ist Lava. Da könnt ihr nicht durch. Zack. Los jetzt, gehen wir rein. Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava. Oh, das ist voll unfair. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt! Lasst den Drachen los! Ein Drache? Wir sind am Arsch! Das ist der Drache, der brüllt! Er ist sauer! Okay, ja, Gegner können dich angreifen, während du etwas untersuchst, okay? Gerätst du in einen Hinterhalt, gehört dem Gegner automatisch der erste Zug. Okay.
Autsch. Das kitzelt den König nicht mal. Hm, vielleicht doch. Oh, wir haben schon einen dritten Angriff jetzt. Ja, wie machen wir das? Hier vorne steht einer. An den Drachen hinten kommen wir noch nicht dran. Ja, aber wir haben immer noch 67 Gesundheitspunkte. Jetzt weiß ich nicht, was der Drache so kann, aber wir werden uns erstmal hier vorne um den kümmern. Ich habe ein ziemlich mieses Gefühl. Jawohl. Nimm das. Noch einer. Ja, was ist denn mit meinen Gefolgsleuten? Wollt ihr mir nicht helfen? Oh, die gestreiften Felder zeigen die Schadenszone eines bevorstehenden Angriffs an. Verlasse diesen Bereich, um nicht getroffen zu werden. Ah, okay. Weich bloß dem Feueratem aus! Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt! Ah ja, wenn du bereit bist, deinen Zug zu beenden, halte C gedrückt, A gedrückt halten. Das ist sehr gut. Ich hatte vorhin aus Versehen schon mal C gedrückt. Aber nur kurz. Unser König ist ausgewichen! Ach, verdammt! Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft! Jetzt können wir vorrücken, aber so gut ist das hier, glaube ich, auch nicht. Wobei, jetzt ist ja nichts gestreift hier unten. Was haben wir denn hier? 3 ist was Neues. Mit 3 können wir auch einen Block vorziehen. Oder wir nehmen nochmal... Nein, 2 ist versperrt. Wir können nur 3 nehmen. Hey, da hält den König! Auto! Auto! Passt. Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay! Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König auf, er ist allmächtig! So, Hammer der himmlischen Herrschaft, den setzen wir jetzt ein gegen den Drachen. Welch ein Hieb! Drachentöter! Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt! Unglaublich! Das Kind ist der Wahnsinn! Wo ist Kenny? Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage, mein Herr! Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden! Ja, nur der König kann den geheimen Weg durch die Garage finden, also falls es einen gibt. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Aha, wir können also auch Objekte zerschlagen oder dagegen schlagen, nämlich die mit Riss oder die geschwungen sind. Nur zu, Eure Hoheit! Benutzt deinen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen! Hier unten die Treppe, die hat was Goldenes da an sich. Zum Kastell! Nur, da können wir aber, glaube ich, jetzt nichts machen. Wir können die gesprungenen Sachen hier zerstören. Oh, hoppla. Das ist mir so rausgerutscht. Wie war die andere? Das ist doch richtig. Wow! Hast du gesehen, wie krass der König ist? Die andere Taste. Zum Kastell geht's hier lang. Das muss ich jetzt gleich nochmal ausprobieren. Funktioniert das immer? Ja. Tatsächlich. Oh, tut mir leid, Butters. Können wir hier vielleicht draufspringen oder so etwas? Naja, wir brauchen die Leiter wahrscheinlich. Wir müssen weiter! Aha! Cool, wir können Leitern klettern. Nur, das hilft uns jetzt aber nicht wirklich weiter. Ah, gedrückt halten und zum dann Kastell kann man die, geht's hier lang! Dann kann man sie bewegen, ich verstehe. So, da kommen wir doch bestimmt drauf. Nicht? Schnell, mein Herr, Sie brauchen Hilfe! Na, springen geht nicht. König Saftsack ist so ein guter Kämpfer. Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist?
Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche. Scheiße, er ist Wahnsinn. Hm, sehr wohlwollend. Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das. Du bist tot. Also, wir können sogar sterben. Sprich, Barde, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden! Gebt den Baden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König! Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht. Und wenn ihr nicht... Moment. Wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn. Ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet. Was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln. Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt eine Nummer zu groß für Kuhn & Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau. Schatzi Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Kuhn-Alarm. Kommt, Kuhn-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Kuhn-Versteck in der Zukunft. Kuhn & Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Ja, dann spielen wir eben alleine, oder? Wir durchsuchen ja alles. Vielleicht finden wir ja noch den Stab aus dem ersten Teil. Uhu. Hier gibt's doch bestimmt einiges zu entdecken. Mal sehen, was wir alles mitnehmen können. Oh, bis jetzt nicht viel. Wir können aber mal reingucken. Das ist doch mal interessant. Ja, der erste Teil, den haben wir ja durch soweit. Ach so, das war vor YouTube. Der erste Teil war vor YouTube. Ach so, wir müssen wohl durch die Tür gehen. Oh, wir können uns das aber dennoch einmal hier angucken, alles. Und die Leiter? Oh, wir können sogar rauf. Ja, mehr scheint hier dann nicht zu sein, oder? Können wir irgendetwas anfassen oder verschieben? Oder vielleicht können wir hier drin irgendwas verschieben? Nein. Nein, es sieht nicht danach aus. Naja, wir haben ja die Space-Taste, die Leertaste haben wir ja vorhin schon mal gedrückt. Also gehen wir jetzt mal durch die Tür. Folgen wir mal Cartman. Oh, hallo. Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Okay. Alles mit einem Goldgriff kannst du öffnen. Probier's aus. Aha, dreifach Ballaststoff. Rindfleisch, so etwas. Oh, wir dürfen an Cartmans Kühlschrank gehen. Kuhnkuchen. Verbrauchsgegenstand, sehr schön. Alles nehmen und weiter. Haben wir das denn hier drüben auch genommen? Also manche Sachen scheint man automatisch zu nehmen und andere wie das jetzt. Das hätten wir vielleicht drin lassen sollen, oder? Wir wissen ja noch nicht, welcher Fraktion wir uns anschließen, ob wir dann auf Cartmans Seite nachher sein wollen oder eher nicht. Ja, und ich glaube, das ist es wohl, wenn man jetzt Cartmans Sachen nimmt. Dann kann es sein, dass wir die ihm nachher geben können und wir können hier mal in den Keller gehen. Oh nein! Was? Schurz, meine Fick, Mist, Esel, Eier, Mom, Pisse, Kack, dich. Oh nein. Den Code haben wir doch gar nicht. Aber das können wir wahrscheinlich auch so über die Tastatur hier machen, oder? Ja, nein, können wir nicht so über die Tastatur machen. Zumindest nicht über die Zahlentastatur.
Na, das ist falsch. Dich. Fick. Nein. Fick. Dich. Mom. Naja, das wäre auch seltsam, wenn er so etwas... Warum habe ich so etwas eingegeben? Ich weiß nicht, Cartman würde das doch sagen. Das hört sich an wie irgendwas. Schurz. Schurz ist doch gar kein richtiges Wort, oder? Das wird Cartman, glaube ich, nicht sagen. Meine Eier. Ja, ich glaube, das müssen wir erstmal rausfinden. Also von irgendwoher brauchen wir diesen Code wahrscheinlich. Schurz. Meine Eier. Vielleicht ist es falsch übersetzt. Ja, ich glaube, das lassen wir mal. Wir werden da wohl kaum. Hast du dich ausgesperrt? Leider hat der kleine Eric die Tür mit einem Schloss gesichert, damit ich nicht reinkomme. Bestimmt hat er den Code hier irgendwo aufgeschrieben. Ja, das wird sein. Dann gucken wir mal bei Ihnen im Zimmer. Oh, böse Mietz. Mietz! Naja, warum sollte er das hier aufgeschrieben haben? Das scheint mir doch eher das Zimmer der Mutter zu sein. Craig Hengst. Arschstöpsel. Tauli! Alles klar, Kumpel! Wenn du ein Badezimmer betrittst, solltest du ruhig auch mal auf den Topf gehen. Auf der Toilette gibt es feine Sachen für dich zu holen. Viel Glück, Kumpel! Oh nein, was haben wir getan? Cartmans Thron. Schwierigkeitsgrad 3 Sterne? Fokussiere deine Kraft. Versuchen wir es nochmal. Halten und... Und nun? Halten, halten. 8Z war das. Nein. Auf Cartmans Thron hat das alles gar keinen Sinn. Wie mir scheint. Hey. Alles gut? Nein, nicht nochmal. Okay. Okay. F. Was ist das? ja gut. Stinkwurst. Biografenwurst. Gut. Ja, bis jetzt, glaube ich, haben wir den Code noch nicht gefunden. Hier haben wir ja schon geguckt. Schauen wir mal in sein Zimmer rein. Ah, das sieht auch nicht so danach aus, als hätten wir da etwas. Oh, das ist auch hier Passwort gesichert, wie es aussieht. Oder nein, das ist die Zeitmaschine. Hier können wir aber nichts nehmen, oder? Ja, also ich liebe das, wie detailreich das ist. Auch schon im ersten Teil, das fand ich super. Ich muss allerdings gestehen, dass ich
jetzt schon lange keinen Faustpark mehr geguckt habe, zu meiner Schande. Das werde ich aber nachholen nach diesen Aufnahmen. Und als der erste Teil rauskam, war ich ein aktiver Faustpark-Gucker. Und ich war schon begeistert, wie detailreich das alles ist. Oh, wir machen Cartmans Sachen kaputt. Die Lampe hier ist gesprungen. Oh, aber wir gucken erstmal hier in die Spielzeugkiste hier vielleicht. Nichts gefunden hier drin. Aha, Cartmans Tagebuch. Sehr schön. Oha. Oh ja, die Shitlist. Da der Kyle, seine Mutter, Clyde, David und PC Principal. Irgendwo müsste dann ja doch der Code vielleicht hier drin stehen. Mal schauen, ob wir da was finden. Cartman. Was für Ideen. Aber das sowas mit so etwas musste man ja rechnen. Ziemlich unzensiert auch alles hier. Ah, da ist doch der Code. Fick dich, Mom. Haben wir das nicht eingegeben vorhin? Naja, man muss wahrscheinlich schon die Reihenfolge einhalten. Das wird wohl der Witz dabei sein. Gut versteckt hier. Das funktioniert ja gut. Zugangscode für das Kuhnversteck. Wichtiger Gegenstand. Okay, das nehmen wir. Ja, das wird der Trick sein. Das ist ein Schlüsselobjekt. Könnte wichtig sein. Nein, das wollen wir nicht nochmal sehen. Cartmans kranke Vorstellungen und Fantasien. Ja, Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Na dann, wenn sie das schon so sagt, dann schauen wir mal hier vor die Tür. Oh nein, rausgehen wollte ich eigentlich nicht. Ach ja. Der Lavastrom, der ist von beiden Seiten heiß, ich weiß schon. Das lassen wir also mal lieber. Ja, dann werden wir also in der nächsten Folge hier mal den Code eingeben und gucken, ob es dann passt. Diese Folge ist am Ende. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.